herzlich willkommen bei einem neuen Führich-Talk. Heute ist das Thema Beziehung, Partnerschaft und Sexualität. Und dazu habe ich eingeladen Frau Barbara Baltini. Hallo Barbara, servus. Hallo liebe Petra, schön, dass ich wieder bei dir sein darf. Sehr, sehr gerne. Du bist Sexualtherapeutin und Kabarettistin und wirst uns heute über deine Praxis erzählen. Gerne. Also deine Erlebnisse in der Praxis, was zurzeit vielleicht sehr trendig ist. Kann man sagen trendig oder trendig wie? Kann man sagen. Kann man auch sagen. Kann man schon sagen. Was ist zurzeit das Hauptthema, weshalb Klienten oder Klientinnen, ich glaube, es kommen ja 90% Klienten, Männer zu dir. Das stimmt. Was ist da momentan das Hauptproblem? Also durch das Internet, das ja sehr verbreitet ist in den letzten 10 bis 15 Jahren, hat sich unser Beziehungs- und Sexualleben komplett verändert. Und das Hauptproblem ist tatsächlich, dass viele Menschen über Partnerbörsen, Seitensprungbörsen und Singlebörsen sich nach außen orientieren. Sie sind in einer langjährigen Partnerschaft und plötzlich hören sie von Freunden, warst du schon mal auf Tinder, warst du schon mal auf C-Date? Und dann denken sich die Menschen, ah, interessant, also ich tue ja nur schauen. Aber in dem Moment, wo man ein Profil anlegt, oder viele legen auch mehrere Profile an und die werden angeschrieben, wird die Sache unglaublich spannend und interessant. Tatsache ist, dass durch ein Angeschriebenwerden der Dopaminspiegel im Körper steigt. Das ist eine Art Belohnungssystem, Glückshormon. Mhm. Und je öfter man angeschrieben wird, umso mehr wird dieses Glückshormon ausgeschüttet. Und dann kann es ganz leicht passieren, dass man drauf reinkippt. Und das Hauptthema ist heutzutage das unendlich viele Fremdgehen, sich betrügen. Viele Menschen glauben ja, sie schreiben ja nur, das ist ja noch kein Betrug. Ja? Das ist auch so ein großer Irrtum, ja, den viele Menschen haben. Für viele Menschen fängt der Betrug beim Geschlechtsakt an, aber indem sie schreiben und indem sie Kontakte haben zu außenstehenden Menschen, wo sie, denen sie auch ihr komplettes Herz ausschütten, die oft viel intimere Dinge als der eigene Partner weiß, ist man schon in einer Art Beziehung und Verbindung drinnen. Und das ist heutzutage der Hauptgrund, warum sich viele Menschen trennen. Und das ist auch in meiner Praxis das größte Thema zurzeit. Das heißt, dann kommt Mann oder Frau zu dir und? Naja, und sagt, ich werde betrogen. Mhm. Also entweder sind die da, die betrogen werden, oder es sind die da, die plötzlich völlig verwirrt dastehen und sagen, ich habe da jetzt eine Frau kennengelernt, die ist wahnsinnig attraktiv, da, da, da. Ich weiß nicht, wie soll ich es meiner Frau sagen, meine Frau will ich eigentlich auch nicht verlassen, aber jetzt habe ich mich mit der schon getroffen. Also die Menschen sind in absoluten Verwirrspielen drinnen und Ausweglosigkeiten oft und fragen halt dann, wie gehe ich mit der Situation um, soll ich mich trennen, soll ich es meiner Frau sagen, soll ich das überhaupt ausprobieren. Viele haben es schon ausprobiert, viele gehen natürlich dann ins Stundenhotel oder haben dann Geschäftsreisen, ja, wo sie dann 3 Tage mit der neuen Frau verbringen. Ja, und das bringt halt das ganze System durcheinander. Und dann sind sie da und wollen wieder Ordnung schaffen. Das heißt, sie wollen eigentlich die Ehe oder die Beziehung nicht aufgeben und möchten das Neue aber auch nicht ganz aufgeben. So ist es. Und das ist halt die Schwierigkeit, dass man sagt, ich habe einen Mann zu Hause, mit dem läuft alles gut, oder ich habe eine Frau zu Hause, mit der läuft alles gut. Also ich habe eigentlich keinen Grund, mich zu trennen, aber das Neue ist so spannend, so aufregend, das will ich auch nicht missen. Wie kann man dann das Neue Spannende in die eigene Beziehung wieder reinbringen? Naja, die Beziehungen sind ja oft gar nicht schlecht, also die Ehen sind ja oft gar nicht so schlecht. Mhm. Dann fängt ja das Dilemma an, ja, dass man so quasi dann so zwiegespalten ist. Es sind einfach 2 Paar Schuhe. Ja. Da ist dieses Beständige, das Vertraute, das Zuhause, die Partnerschaft, die Kinder, oft sind ja auch noch Kinder im Spiel, aber da ist das Abenteuer, die Lust, die Leidenschaft, das Verrückte, das einen auch wahnsinnig reizt. Ja. Ja. Und es ist so schwierig dann für diese Menschen, da einen Ausweg zu finden. Ja? Und grundsätzlich wollen wir ja alles leben. Ja? Also wir wollen ja in unserer Biografie, also wir wollen ja nicht aufhören, leidenschaftlich zu sein und lebendig zu sein, aber das Beständige gibt ja auch Sicherheit. Ja? Mhm. So, und jetzt sind wir völlig also von der Rolle. Ja, ja? Und da fragt man sich halt dann,
darf ich denn nicht alles leben? Ja, warum darf ich denn nicht alles leben? Und wie soll ich es meiner Partnerin sagen oder wie soll ich es meinem Partner sagen? Soll ich es ihm überhaupt sagen? Der Partner wahrscheinlich sowieso auch macht, ne? Dann machen sie es vielleicht auch beide. Das kann kommt ja auch häufig vor, dass es oft beide machen. Hat man vielleicht so ein stilles Abkommen? Ja, das ist halt immer die Frage bei den Paaren. Ja? Mhm. Also ich stehe grundsätzlich für Wahrhaftigkeit. Ja. Ja? Ich bin absolut für Wahrhaftigkeit, weil wenn man mal anfängt zu lügen, dann wird es schwierig, weil dann auf die Lüge muss man dann eine neue Lüge bauen und irgendwann hat man den Überblick verloren über die ganzen Lügen. Und spannend ist ja, dass die Frauen besser fremdgehen können als die Männer. Frauen sind ja da sehr geschickt, viel geschickter als die Männer. Und Frauen haben auch einen größeren, wie soll ich sagen, also sie sind sensibler, die merken schneller, dass sie betrogen werden, weil Männer auch oft so botschert sind im Lügen. Ja? Mhm. Und also ich würde mal grundsätzlich sagen, und das meine ich nicht einmal bewerten, Frauen schaffen es länger, einen Liebhaber zu haben, als Männer eine Liebhaberin, weil die Frauen kneißen es schneller, wenn ihr Mann außenstehende Beziehung hat. Ja? So, jetzt ist die Frage, wie gehen wir damit um? Es ist auch grundsätzlich die Frage, wie geht's uns als Paar? Mhm. Dürfen wir das? Erlauben wir uns das gegenseitig? Oder kommt es für mich überhaupt nicht in Frage? Mhm. Und es ist so individuell, wie Menschen reagieren. Weißt du, die Frauen sind ja oft gnädig. Wenn Männer fremdgehen, mein Gott, ja. Also da sind Frauen oft gnädiger und sagen, das kann ja passieren. Aber wenn sie angelogen werden, dann ist es vorbei. Ist es generationsbedingt? Also ist es bei den jüngeren Männern genauso wie bei den älteren Männern? Nein. Oder sind die jüngeren Männer... mit der Eifersucht ist es sowieso auch sehr spannend. Frauen verzeihen Männer eher den Seitensprung, aber wenn Männer sich verlieben in eine andere Frau, dann ist es die Katastrophe. Mhm. Bei den Männern ist es umgekehrt. Wenn eine Frau sagt, du, ich habe mich da in einen Mann verschaut, der gefällt mir gut, dann sagen die Männer, ja, das kann ja passieren. Ja. Aber wenn eine Frau fremdgeht, tatsächlich den Akt vollzieht, dann geht für den Mann oft die Welt unter. Mhm. Ja. Weil das Revier gehört ihnen. Da hat kein Mann in ihrem Revier zu stöbern. Ja. Ist es angeboren, ob ein Mann treu ist oder nicht treu ist? Ja, man sagt, dass testosterongesteuerte Männer, also diese Weiberhelden, wie man so sagt, oder die jedem Rock nachlaufen, dass das schon bei der Geburt angelegt ist und dass es Männer gibt, die das überhaupt nicht interessiert. Ja. Es ist halt die Frage auch, was bin ich für ein Mann? Ja. Bin ich grundsätzlich ein sehr flirtbereiter Mann, einer, der gern Komplimente macht, einer, der sich leicht tut mit dem weiblichen Geschlecht, dann hat man es ja auch leichter, irgendwie fremd zu gehen. Ja. Wenn man eher schüchtern ist, eher ein introvertierter Mann, dann tut man sich natürlich schwerer. Es gibt aber auch Frauen, die mittlerweile auf Männer zugehen und Männer Avancen machen, was für einen Mann immer das Tollste ist, Kompliment, ja, wenn Frauen dann sagen, du, ich muss dir jetzt was sagen, also du bist wirklich wahnsinnig attraktiv und das ehrt natürlich jeden Mann. Und wenn ein Mann schon mal das Glück hat, dass eine Frau sich ihm an den Hals wirft, dann müssen die Männer diese Gelegenheit nützen, weil so oft kommt die nicht vor im Leben eines Mannes. Ja. Wenn aber jetzt in einer Beziehung schon ein bisschen die Luft draußen ist, nach vielen, vielen Jahren Zusammengehörigkeit sozusagen. Was normal ist, ja. Dann kann es natürlich leichter passieren, dass man sich durch diese Online-Geschichten ablenken lässt. Ja, sofort. Mhm. Also das ist ja auf der Stelle, in dem Moment, wo sich ein anderer Mensch für mich interessiert und dieser Mensch ist nicht unattraktiv, wird das wahnsinnig spannend. Und dann, also den man zu Hause hat, ja, den kennt man schon, man glaubt zu wissen, wie der ist und wie der reagiert. Und deswegen ist ja die Gefahr so groß. Ja. Mhm. 80% der Scheidungen gehen mittlerweile auch von Frauen aus. Und Frauen haben ja, was diese Profile anlegt, alle Register können die ziehen. Also bei Tinder, sage ich ja immer auf der Bühne, ja, bei Tinder, die Frauen sagen, gefällt mir nicht, scheiße, der hätte mir gefallen, jetzt ist er weg. Ja. Männer machen das überhaupt nicht, gefällt mir nicht. Männer sagen immer, gefällt mir zwar nicht, aber sicherheitshalber gefällt mir. Ja. Und dann gibt es halt dieses Match und dann haut dir das Adrenalin und Dopamin durch den Körper. Ja. Mhm. Also die Gefahr ist riesengroß und dort wieder auszusteigen ist schwerer als man denkt.
Nur höre ich sehr in meinem Bekanntenkreis, dass man gefällt mir, dass die gar nicht so ausschauen in Wirklichkeit, wie sie auf den Fotos sind. Ja, das stimmt, das sage ich auch auf der Bühne. Ich sage dann auf der Bühne, ihr liebe Männer, ihr wisst aber schon, wir Frauen lügen wie gedruckt. Ja. Nur bei zwei Dingen, erstens beim Alter und zweitens beim Gewicht. Genau. Deswegen hat ein Mann in seinem Profil reingeschrieben, wenn du so aussiehst wie auf deinem Foto, spendiere ich dir einen Drink. Wenn du aber nicht so aussiehst wie auf deinem Foto, spendierst du die Drinks, bis ich dich schön gesoffen habe. Und es ist oft, also viele Männer sind dann sehr enttäuscht, wenn man sich dann trifft, ja, und dann kommt jemand rein bei der Tür, der komplett anders aussieht wie auf seinem Profil. Was ich eigentlich sehr ungeschickt finde, wenn man ein Profil hat, wo man 10 Jahre jünger ist und 20 Kilo leichter, weil früher oder später kommt ja die Wahrheit sowieso, ja, ans Tageslicht. Mhm. Ja. Also warum tut man das? Ja. Also sagt man doch gleich die Wahrheit. Ja. Mhm. Die Kunst einer guten Beziehung liegt ja darin, dass wir uns immer wieder updaten. Ja? Mhm. Dass wir zwar glauben, wir wüssten schon, aber dass wir trotzdem regelmäßig ein Update machen. Und das ist auch wie was... Wie funktioniert das? Ja, dass man zum Beispiel einmal im Monat so eine Art Liebespaarabend hat und dann wirklich so drei Dinge. Also wie geht's mir? Mit mir in meinem Leben, wie geht's mir mit dir und wie habe ich das Gefühl, geht's mir mit uns beiden. Ja? Mhm. Und dann redet die Frau, immer sollen die Frauen anfangen, weil die tun sich auch leichter beim Reden. Und vor allem haben die dann schon Themen in diesem Gespräch, mhm, wo die Männer darauf reagieren können. Also wenn ich sage, wie geht's mir mit mir, dann sage ich in letzter Zeit, ich bin sehr müde, bin sehr ausgepowert, sehr angestrengt, ich brauche wieder mal Urlaub. Wie geht's mir mit dir? Ja? Also mir geht es oft so, dass ich das Gefühl habe, du gehst mir auf die Nerven, ich brauche mehr Abstand von dir oder was auch immer. Mhm. Aber wichtig ist, dass wir da bei dem Gespräch über uns selber sprechen, dass wir nicht keine Du-Botschaften, ja, letztendlich haben, sondern sagt, also ich habe so das Gefühl, wir leben uns auseinander oder wir haben kaum mehr Zeit füreinander oder es gibt zu wenig Aufmerksamkeiten. Ich wünsche mir von dir, Wünsche aussprechen ist auch besser als Forderungen, ja. Und auch keine Drohungen aussprechen. Ja? Also wenn das nicht besser wird, dann suche ich mir wen Neuen oder so. Ja? Mhm. Sondern dass man wohlwollend sich zusammensetzt und sagt, wie geht's uns eigentlich miteinander? Wie geht's mir mit mir? Wie geht's mir mit dir? Und wie habe ich das Gefühl, läuft's mit unserer Beziehung? Und dann auch diese Gelegenheit nützen und sagen, ich muss dir jetzt was erzählen. Neulich hat mir meine Freundin diese Apps gezeigt und da habe ich ein Profil und jetzt stell dir vor, was mir passiert ist. Ja? Und da habe ich einen Mann getroffen und jetzt merke ich so langsam, ich habe Herzklopfen, es interessiert mich. Und dann hat man ja schon ein Gesprächsthema. Ja, wenn ich dir das so sage, wie geht es dir damit? Ja, oder kommt die Reaktion, kommt ja sowieso automatisch. Ja. Und dann aber auch Fragen stellen und sagen, ist dir das nicht auch schon mal so gegangen, dass du in der Bäckerei stehst und neben dir blinzelt dich eine Frau an? Was tun wir eigentlich mit dem, dass wir oft Sehnsüchte haben nach anderen? Weil das ist ja die Wahrheit. Ja? Mhm. Also niemand kann mir erzählen, dass er nicht auch manchmal Gedanken oder Sehnsüchte hat nach wem anderen. Ja? Mhm. Wie gehen wir als Paar damit um? Was macht unsere Beziehung überhaupt aus? Was ist die Qualität unserer Beziehung? Sind wir aus Gewohnheit zusammen? Sind wir zusammen, weil wir gar nicht wüssten, wie es anders geht oder weil wir nicht alleine sein wollen? Also mhm, es gibt viele Gründe, zusammen zu bleiben und oft ist es nicht mehr die Liebe. Ist es dann nicht zu spät, wenn man schon einmal sagt, ich habe jemanden im Auge, das gefällt mir, wenn wir miteinander schreiben, wenn wir uns vielleicht treffen? Kann das dann nicht schon zu spät sein? Ja, was heißt zu spät? Also manchmal kann es wieder der Kick sein, sich um die eigene Beziehung zu kümmern. Ja? Ah, ja. Mhm. Also manchmal kann es, das rüttelt einen dann so richtig auf und man muss dann wieder mit der Lupe schauen, was macht uns eigentlich aus? Mhm. Ja? Also ich finde, dass oft solche Gefahrenzonen oder Gefahrensituationen oft ganz viele Menschen wachrütteln, mhm, und nachzuschauen, was verbindet uns eigentlich noch, wo müssten wir uns wieder besser, mehr anstrengen, wo sollten wir zwei uns wieder bemühen, mehr bemühen um den anderen, weil niemand macht es absichtlich, dass eine Beziehung ins Fahrwasser der Langeweile. Mhm. Es ist passiert halt so. Jeder hat seinen Alltag, jeder hat sein Berufsleben. Aber ist das bei den jungen Leuten genauso, bei den jungen Pärchen, als bei den Pärchen zum Beispiel in unserer Generation? Ja, spannend ist, dass die jungen Leute, ich habe ja neulich in der Schweizer Zeitung eine Statistik gelesen, ich war gerade eine Woche in der Schweiz,
Und da gab es so ein Heft, wo neue Statistiken, da standen 60% der jungen Menschen glauben erstens gar nicht mehr an die Monogamie und wünschen sich eine offene Beziehung. Das hat mich gewundert, weil ich mir gedacht habe, gerade die jungen Generationen wünschen sich wieder Stabilität. Mhm. Und da lese ich in dieser Zeitung, also es war wirklich eine Wissenschaftszeitung, es war jetzt nicht ein Boulevardblättchen, 60% der jungen Menschen wünschen sich offene Beziehungen. Mhm. Und das heißt, dass auch, und ich frage auch meine Kinder, meine Jüngste ist 25, witzigerweise ist sie 10 Jahre jünger wie ihre anderen Geschwister und da liegen schon Welten dazwischen, ja, wo dann meine erwachsenen 35, 38-jährigen Kinder sagen, also wie die Kleine denkt, die fünf, also das ist es, trennen uns Welten. Und die Naomi sagt, wie denken die dann? Also die Großen wünschen sich ja beständige Partnerschaft, Treue forever. Spannenderweise, ja. Und die Kleine sagt aber, na, also wir wissen, dass wir 2, 3 Jahre zusammen sind und dann kommt was Neues. Mhm. Also wir haben das gar nicht am Schirm, dass wir irgendwie ewig mit dem zusammen sind, ja. Mhm. Weil die Möglichkeiten halt auch groß sind und weil Unverbindlichkeiten mittlerweile also so üblich sind, auch bei den Jungen, ja. Mhm. Man hat das halt 2, 3 Jahre oder 1 Jahr und dann kommt was Neues, ja. Das finde ich auch sehr spannend. Und unsere Generation, die ist halt, die hat halt Beständigkeit und Kinder gekriegt und dann kommt der Partner, mit dem man. Und die Scheidungen, die meisten Scheidungen sind bei Menschen zwischen 50 und 60. Ja. Mhm. Also erstens mal, die Frauen kommen in Wechsel da, und die Männer haben ja auch ganz große Ängste vom Älterwerden. Und wir wissen das, und es ist ja auch nichts Neues, dass sich viele ältere Männer dann so Mitte 40, 50, Anfang 50, sich ganz junge Partnerinnen dann finden. Ja. Die peppen sie dann wieder auf und das Leben. Und ist das umgekehrt? Umgekehrt ist es Gott sei Dank mittlerweile so, dass auch ältere Damen, und meine Kinder würden sagen MILFs, ja, also MILF ist ja das Schlagwort, die MILFs sich jüngere Männer suchen. Und spannenderweise suchen sich ganz viele junge Männer ältere Frauen, weil A, die sind nicht in dem Zickenalter drinnen, die wissen schon, was sie wollen, die sind schon beständig, die schauen auf sich und ihren Körper, die wissen in der Sexualität, was sie wollen, können das ausdrücken, dass unendlich viele junge Männer zwischen 25 und 35 sich reifere Frauen wünschen. Das ist Gott sei Dank jetzt sehr der Trend auch, ja. Und auch das ist gleich. Und da muss gleich nein, ich finde das, find das auch großartig, weil das war ja früher ein Tabu, ja. Aber Fakt ist, dass das jetzt absolut im Trend ist. Nicht einmal im Kommen, sondern das ist mittlerweile seit mindestens 5 Jahren der absolute Trend, dass sich jüngere Männer erfahrene, reife Frauen. Weil wir auch ja, und du bist ja auch das beste Beispiel, ja, obwohl wir schon über 50 sind, noch rasend gut ausschauen können und die Kosmetik und die Industrie hat das auch natürlich und die Gesundheit. Hat sich viel geändert. Hat sich total geändert. Also wenn man mir mit 20 gesagt hätte, du wirst schon mal 50, dann hätte man, oh Gott, na, ja. Na, Oma, kurz weit weg oder also kurz, genau, kurz vorm Sarg. Ja, und das ist das Schöne, dass also jüngere Männer machen halt die Erfahrung, dass junge Frauen noch nicht so ein Körperselbstbewusstsein haben, dass sie ständig Angst haben, sie sind zu dick oder der Busen ist zu klein oder zu groß, dass sich junge Frauen ständig damit beschäftigen, sind sie auch in Ordnung oder richtig, und die sind halt dann verkrampft im Bett, oft, ja, trauen sich nicht irgendwie so lebendig, verrückt, verrucht und so, ja, haben immer Angst, die machen was falsch im Bett, und dann sagen die Frauen ab 40 sind ja einfach das Nonplusultra. Viele Männer, also ich zum Beispiel hatte ja, also wo ich so Mitte 40 war, die meisten Anfragen von 20-Jährigen. Mhm. Ja, das ist auch schon wieder 15 Jahre her. Ja, kann ich bestätigen. Siehst du? So ein bisschen verrucht. Du hast ja, glaube ich, auch einmal nebenbei ganz, 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 ganz lang in der Vergangenheit, hast du bei einer Sex-Hotline gearbeitet. Das war ja urspannend, ja. Weil du hast ja auch so eine... Eine erotische Stimme, sagt erotische man mir Stimme, nach. Ja. Also in der Volksschule hatte ich schon eine sehr tiefe Stimme, ja. Weil in der Schule haben die immer gesagt, Brummbär in der letzten Reihe, gib Ruhe. Und als ich nach Wien kam, das war Anfang der 80er Jahre, da gab es ja kein Internet, weißt du. Und
Da gab es aber diese Sex-Hotlines. Mhm. Wie spielt sich das jetzt dann wirklich aus? Was kann sich Mann vorstellen? Also früher, heute ist es ja so, dass wir Webcam-Girls haben. Ja. Heute sehen wir die Mädchen tatsächlich. Und es sind viele junge Frauen, die Webcam-Girls sind, ja, und die Telefon. Aber damals... Hat man stricken können, wäre ich. Damals waren wir, ich war mit 6 Pensionistinnen, mhm, in einem Studio, da gab es eine Zentrale. Also da war, hat man dann, da waren, sind alle Telefone dran gehangen, ja, und es gab Kabinen, und wenn keine Anrufe waren, dann sind alle im quasi Wohnzimmer gesessen und haben gestrickt, und ich war die einzig Junge, und ich dachte aber, es werden nur junge Frauen dort sein, dabei waren nur über 60-jährige Pensionistinnen dort. Heute ist das anders, heute haben die Leute nicht mehr Sex Hotline, heute haben sie Webcam Girls, ja, mhm, und das ist natürlich leicht verdientes Geld, ja, mhm, also dann sitzt du halt vor der Kamera, sprichst mit den Menschen, die können in Australien sitzen, in Kanada, wo auch immer, und die zahlen halt dafür, dass man mit ihnen spricht. Und, mhm. Aber früher gab es das halt eben nicht, mhm, ja, weil es kein Internet gab. Also das ist aber wirklich schon Steinzeit, ja, als, mhm, das, so damals ist es, ist jetzt über 35 Jahre her. Ja. Was war der verrückteste Besuch in deiner Praxis? Ja, also ganz am Anfang war es sehr spannend, als ich die Praxis eröffnet habe. 3 Monate lang habe ich nur Perversionen gehört. Und das Verrückteste war, dass mindestens jeden dritten Tag ein Mensch gekommen ist mit dem offenen Hosentürl und gemeint hat, er müsse mir schon am Eingang das Gemächt zeigen. Ah, ja, okay. Das war wirklich, also spannend. Das, ja, das hat mir, ich dachte mir, aber ich war jung, weißt du, als ich die Praxis eröffnet habe, war ich Mitte 30. Ich war Mitte 30. Mhm. Ich war. Das ist ja fast ein Schock davon, oder? Nein, nein, also wirklich nicht. Ich habe dann immer gesagt, junger Mann, packen Sie es wieder ein. Ich habe schon gefrühstückt, habe ich damals gesagt. Ich war sehr, also jung, ich war Mitte 30 und ich war sehr, sehr schlank, mhm, und hatte immer High Heels an und kurze Röcke, und offensichtlich, und die kannten mich ja schon, weil ich war immer schon eine öffentliche Person. Und vielleicht wollten die einfach sagen, so, und jetzt geht's zur Baldini, und dann... Und dann schaue ich, wie sie reagiert. Ja. Mhm. Also das waren die verrücktesten. Einer hat einmal eine Klorolle mitgebracht, eine abgespulte, also nur das, ja, und hat gesagt, ich muss Ihnen das zeigen, wenn ihr mir das drüber stülpt, dann steht der noch so weit raus. Und am Anfang wollten mir die Männer immer ihre Juwelen zeigen, also ihre Gemächte. Und da habe ich mir dann nach 3 Monaten eine Sofortbildkamera zugelegt. Weißt du, wie man sie früher hatte, so Polaroid. Und habe gesagt, na, Sie müssen mir das nicht zeigen, aber wenn es unbedingt sein muss, dann gehen Sie auf die Toilette, fotografieren das ab und schicken mir das Polaroid oder geben Sie mir das Polaroid. Und also das war wirklich höchst spannend. Da habe ich mir gedacht, warum habe ich nur Exhibitionisten in der Praxis? Warum wollen die mir immer ihr edles Teil zeigen? Und da haben gesagt, sie haben eine Operation gehabt, Vorhautbeschneidung, und da ist was schiefgegangen, das müssen sie mir jetzt unbedingt zeigen. Also das war sehr spannend. Das hat sich aber aufgehört. Also, mhm, in den letzten... Gut, 5, jetzt in Zeiten vom Handy ist das einfacher. Ja, kann man Dickpics schicken. Mhm. Ja. Da könnten sie das machen. Wie viel Prozent Frauen kommen zu dir? Ja, mittlerweile kommen mehr Prozent Frauen. Ich würde sagen 15% Frauen. Mhm. Weil sich ja das Thema auch geändert hat. Wir haben mittlerweile unendlich viele Frauen, die mir erzählen, dass den Männern die Lust vergeht. Also ganz viele Frauen... In welchem Alter? Ja, schon früh interessanterweise, ab 35, so kommen so? Frauen und sagen, mein Mann hat keine Lust mehr, ich kann machen, was ich will. Ich kann in der Reizwäsche vor ihm tanzen, ich kann machen, was ich will. Mein Mann will keinen Sex mehr. Und also mit dem haben wir alle nicht gerechnet, dass wir plötzlich dieses Thema in den Praxen haben, dass die, mhm, Männer keine Lust mehr haben. Wieso, ja, ist das so? Ich glaube, es gibt mehrere Gründe. Also das eine ist die Gender-Thematik, mhm, dass viele Männer total verunsichert geworden sind durch die MeToo-Debatte auch, durch diese Gleichmacherei von Mann und Frau, mhm, dass Männer wahnsinnig unter Druck stehen. Dann kam 50 Shades of Grey, war ja ein Mega-Erfolg, hat, mhm, ja mehr wie Harry Potter und Herr der Ringe haben 50 Shades of Grey gelesen. Plötzlich waren die Männer total verunsichert.
Will jetzt meine Frau gefesselt und ausgepeitscht werden, darf ich ihr aber gleichzeitig nicht aufs Knie greifen oder ihr an den Hintern greifen? Also Männer waren durcheinander. Also ein totales Durcheinander, dass Männer sagen, also lieber tue ich gar nichts, bevor ich was falsch mache. Ja. Viele Männer steigen nicht einmal mehr alleine mit einer Frau in den Lift, weil sie Angst haben. Also man könnte ihnen dann unterstellen. Wow. Es gibt, also Männer haben mit der Gender-Thematik große Probleme gekriegt, mit ihrem eigenen Mannsein und Selbstwertgefühl. Dann 50 Shades of Grey und das ganz große Thema ist die Pornoindustrie. Ja. Also die Pornoindustrie hat Männer, und ich sage das ja auch oft, Pornosucht macht impotent. Und wir haben ja mittlerweile 30% junge Männer zwischen 18 und 25, die Erektionsstörungen haben, aber weil sie vom Bildschirm sitzen, weil sie Pornos schauen. Durch den Pornokonsum werden im Gehirn dieselben Botenstoffe freigesetzt wie bei Heroinkonsum. Mhm. Und dann sitzt man davor, klack, 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 ständig laufen die, also diese Dopamine durch das Hirn und Adrenalin, Endorphin, was auch immer. Und wenn dann die eigene Frau vor einem steht, dann rauscht nichts im Hirn, dann haben die keine Erektionen mehr. Mhm. Und das macht den Männern so viel Angst, dass sie so viel Angst haben, in Realsex zu haben, dass sie es gar nicht mehr machen. Mhm. Ja. Und wenn ein Mann dreimal einen Hänger gehabt hat, dann traut er sich beim vierten Mal auch nicht mehr. Ja. Mhm. Weil das Viagra oder diese Potenzmittel machen ja nicht geil. Also wenn man Viagra schluckt, wird man ja nicht geil. Aber wenn man einen sexuellen Impuls hat, dann hat man ordentliche Erektion. Ja? Nur wenn ich permanent Pornos schaue und durch die ganzen Bilder, also in so Vorstellungen bin, bei der echten Frau rauscht nichts im Hirn, man wird nicht geil, trotz Viagra. Mhm. Ja? Und das macht den Männern so viel Angst, dass sie dann überhaupt aufhören, in real life Sex haben zu wollen. Ja. Das heißt, miteinander reden ist ein gutes Rezept. Das stöhnen wieder alle, die das hören. Aber es ist die Wahrheit. Wir kommen nicht dran vorbei, über Dinge zu sprechen. Und natürlich die Pornosucht, die ganz viele junge Männer haben, weil es so einfach ist, weißt du, wir haben es am Handy. Ja. Früher hatten wir Hefte, die mussten wir wahnsinnig gut verstecken. Dann haben wir sie gut versteckt, dann mussten wir aber noch auf eine Gelegenheit warten, das Heft in Ruhe anzuschauen. Ja? Und es waren ja nur seltene Gelegenheiten. Heute kannst du jederzeit aufs Klo gehen, dir Ohrenstöpsel reinhauen und dir das anschauen, dich befriedigen und bist in 3 Minuten wieder arbeitsfähig. Ja? Also ich sage ja oft, ich habe ja ganz viele Klienten, die während der Arbeitszeit mindestens 5-mal mit ihrem Handy aufs Klo gehen und sich ein Porno reinziehen. Am Tag, mindestens. Und dass da am Abend natürlich nichts mehr geht, ist auch klar. Die Frauen sind verzweifelt, die wissen nicht, warum die Männer plötzlich keine Lust mehr haben. Ja? Das ist ein Riesenthema, ganz ein großes Thema. Ja, und dann, was muss man tun? Was muss man tun? Ich sage, wie bei jeder Sucht, ja, es ist wie bei Alkoholsucht und bei Cannabissucht, man muss fasten. Man muss fasten. Und wenn ich zu einem Mann sage, wenn du es schaffst, 3 Tage keinen Porno zu schauen, du wirst merken, am 4. Tag hat sich was verändert körperlich. Ja. Kam die auch wieder, aber viele kriegen das gar nicht mehr hin. Ja? Also viele Menschen brauchen einfach ihren täglichen Kick. Und wenn es nur einmal am Tag ist. Ja? Mhm. Und Frauen wissen dann, irgendwas stimmt da nicht. Ja? Und Männer sitzen oft in der Tiefgarage unten. Also ich weiß das natürlich von meinen Klienten, wenn ich sage, wo haben sie denn Gelegenheit, sich ständig Pornos rein? Ja, da geht der halt einmal kurz in die Tiefgarage. Hat man überhaupt einen Empfang? Offensichtlich schon, ja. Ah, okay. Also wenn Männer Pornos schauen wollen, sie finden immer Gelegenheit. Mhm. Da muss man sich keine Sorgen machen. Mhm. Das ist wirklich ein großes Thema, die Pornografie. Früher war ich da sehr entspannt, weißt du. Früher habe ich mir gedacht, mein Gott, macht's kein Drama draus. Ja. Aber mittlerweile merke ich, was es für Auswirkungen hat auf die Partnerschaften und vor allem auf den Körper. Ja. Dass halt Pornosucht impotent macht und dass die Männer auch nicht mehr kommen können. Das ist ja verrückt. Ja. Ich glaube ja auch, dass in diesen Pornos teilweise die Realität ja komplett an den Haaren herbeigezogen ist. So läuft die Realität gar nicht ab, oder?
Ich finde es lustig, weil du teilweise sagst, ja. Also Porno ist nicht echt, ja. Also Porno ist nicht echt und die Krimi, bei den Krimis sind die Leichen auch nicht tot, sage ich auf der Bühne, ja. Also dort werden Bilder dargestellt, die einfach überhaupt nicht der Realität entsprechen. Und auf der Bühne sage ich dann immer, oder glaubt ihr wirklich, Frauen wollen das Sperma im Gesicht, ja. Also das bringst du teilweise auch in deinen Kabarets. Ja, eben, weil ich dann sage, keine Frau will den Schlatz im Gesicht, sage ich immer. Das ist schon ein bisschen krass, das zu sagen, aber ich sage dann auch, es brennt ja im Auge und so, ja. Deswegen haben manche Darstellerinnen eine Brille auf. Ja. Entschuldigung, Schlatz im Gesicht. Ja, Entschuldigung, sorry, das sage ich halt auf der Bühne dann so direkt, ja. Also, wenn du dir aber vorstellst, dass es junge Männer gibt, die mit 12, 13, 14, 15, 16, viele Männer haben 6 Jahre lang Pornos gesehen, ohne ein einziges Mal einer echten Frau begegnet zu sein. Ja, also oft haben Männer 6 Jahre lang Pornos angeschaut, sind aber jungfräulich. Und wenn dann die echte, die erste Begegnung, dass denen natürlich der, also die Erektion abhanden kommt, ist ja auch logisch, ja, weil die glauben ja auch, jetzt müssten sie so drauf sein wie die Darsteller, die haben das ja seit 6 Jahren gesehen und das ist auch für die Jungen und für die Jugendlichen ein riesengroßer Stress, ja, auch für die jungen Mädchen, die glauben dann, also wenn ich nicht so bin wie die Frauen in den Pornos, dann bin ich nicht richtig und dann haben die mich nicht lieb oder verlassen mich bald wieder, ja. Und es wird so viel vorgetäuscht im Bett, also oft machen Frauen Dinge, die sie gar nicht tun wollen, nur weil sie glauben, so muss es sein, so will gerade die Jungen, oder? Und das ist ein Riesenproblem mittlerweile, ja. Reden, reden, reden. Und aufhören mit Pornos schauen. Also ich sage ehrlich, mittlerweile sage ich, warum der Staat nicht wirklich sagt, ab 18, ja. Es schauen ja 9-Jährige schon Pornos, ja. Die meisten Kinder kommen ja zufällig auf solche Seiten drauf. Ja. Ja, genau. Und ich sagte ja, wenn 8-Jährige, 9-Jährige solche Bilder sehen, das ist, es ist wie ein Trauma für die Kinder. Und die wissen noch gar nicht, wie sie damit umgehen sollen. Deswegen sage ich, viele Eltern haben nicht einmal eine Ahnung, dass ihre 9-, 10-Jährigen, also das am Schulhof schon präsentiert kriegen, ja, für völlig überfordert sind. Oder so, was rätst du Pärchen? Nein, ich lasse dich jetzt. Pärchen. Was rätst du Pärchen, wo die Luft komplett draußen ist? Oder was sagst du, was kann man ungefähr sagen, in welchem Zeitraum ist die Luft draußen? Dauert das 1, 2 Jahre? Dauert das 10 Jahre, 15 Jahre? Naja, auf der Bühne sage ich schon, nach 2 Jahren lässt die sexuelle Anziehungskraft nach. Und nach 4 Jahren schüttet der Körper keine Glückshormone mehr aus, wenn der Liebste den Raum betritt. Was machen wir jetzt mit dem Rest der Zeit? Ja? Also natürlich, und das ist auch die Wahrheit, dass man, wenn man frisch verliebt ist, wenn man diesen wahnsinnigen Hormoncocktail im Körper rauschen hat, und alle Schmetterlinge im Bauch. Das kann, also es haltet, 6 Monate lang ist man im Rausch. Ja? Ja. Also im totalen Hormonrausch. Nach 6 Monaten wird es Gott sei Dank ruhiger und nach 2 Jahren wird es normal. Ja? Aber viele wollen halt diesen Rausch haben, ja? Weil der sich so wahnsinnig toll anfühlt. Aber das ist ja eine Illusion. Ja? So, und dann wird es ganz krass, wenn man Kinder kriegt. Ja? Also Kinder, zack, Libido ist gekillt. Ja? Und zwar für lange Zeit. Wichtig ist, dass man als Paar immer wieder dieses Update macht, ja. Was passiert da gerade mit uns? Was ist denn da los mit uns, ja? Warum habe ich keine Lust mehr? Was können wir denn tun, ja? Auf was würdest du denn stehen? Viele Frauen brauchen oft einfach nur eine Anteilnahme. Ja. Ja, aber Anteilnahme ist für Männer schwierig, ja. Also, die sind selber beschäftigt mit ihrer Arbeit und so. Die wollen nach Hause kommen, die wollen umsorgt werden, die wollen einfach Sex haben, damit sie den Stress abbauen. Und dann kommt die Frau mit ihren Problemen. Die kommt quack. Ja, ja, und das ist ja nicht so einfach und auch nicht so angenehm, ja. Aber man muss sich Zeit nehmen und deswegen sage ich, jungen Paaren macht das, also gerade wenn man Kinder kriegt, ist es wahnsinnig schwierig, ja. Man ist ja selber geschockt als Frau, ja, was plötzlich so ein Kind die ganze Partnerschaft verändert, aber mit einem Schlag von heute auf morgen, ja. Das ist man ja geschockt, aber wichtig ist, dass man Anteilnahme hat, dass man im Gespräch bleibt, Interesse zeigt für den anderen, fragt, was kann ich da abnehmen, was brauche ich. Geh du mal mit deinen Freundinnen ein Wochenende lang, ich schaue dann schon auf das Kind, dass man aber auch die Großeltern oder die Babysitter, weil man vergisst ganz oft in dem Moment, wo man Eltern ist, dass man ein Paar ist. Ja. Ich glaube, man erkennt es dann schon. Und wenn man den Punkt erkannt hat und man macht aber nichts,
dann schlaft die Partnerschaft. Ja, dann ist sie sowieso, glaube ich, irreparabel. Ja. Ja, und dann ist sie sowieso zum Scheitern verurteilt. Dann kann man ja nur mehr schauen, dass, okay, mit dem einen Partner habe ich sozusagen meine Kinder und mit dem anderen Partner genieße ich dann mein Leben, ne, mit dem neuen Partner. Das passiert ja tausendfach, aber millionenfach, dass sich ganz viele nach den Kindern scheiden lassen. Ja. Also mittlerweile heutzutage sowieso Usus. Wenn ich in der Klasse komme und ich frage, wer von euch 13, 14 hat noch Mama und Papa in echt, ja? Da zeigen zwei auf. Und die leben wahrscheinlich nur nebeneinander her. Ne? Das weiß ich nicht. Also das kann ich ja nicht beurteilen. Aber es ist ja gar nicht mehr Usus. Wir haben ja tausende Patchwork-Familien mittlerweile. Ja. Ja. Also die Kinder leben ja schon, also wachsen ja schon auf damit, dass sie Stiefväter haben, Stiefmütter, dass die Mama und Papa ihre Partner, die wechseln, ist ja nicht der erste Stiefvater. Und so. Also es ist sehr dynamisch geworden, sage ich jetzt einmal. Ja, dynamisch ist mein Lieblingswort. Ich sage nicht kompliziert oder schwierig, sage ich, es ist sehr dynamisch geworden. Wie geht's bei dir kabarettmäßig weiter? Ah, das ist jetzt aber ein sehr starker Break. ich bin wieder auf der Bühne. Ja. Die Leute kommen wieder. Sie kommen zwar nicht in diesen Scharen, wie sie früher gekommen sind, aber sie kommen. Und ich bin sehr, sehr dankbar für jeden und jede Einzelne, weil das sind schließlich meine Ernährer und Ernährer. Wir werden auch wieder was machen da, oder? Wir haben ja schon, du warst ja schon, also einige Auftritte hier schon im Restaurant. Ja, das war sehr, alles schön. Ja. Du hast es übrigens angefangen mit Dinner for Love, was ja ganz eine tolle Idee ist. Ja, wir machen sicher wieder was. Wir machen sicher wieder. Ich werde es dann vielleicht auch bei der Beschreibung einblenden, die Termine. Das werden wir uns mit Patrick vielleicht ausmachen. Machst du Termine und aus? Und dass die Gäste, wenn sie zuschauen, die Zuseher, dann können sie auf der Homepage dann buchen, weil da gibt es immer ein Abendessen, ein gutes. Und dann Barbara macht dann ein ganz ein tolles Kabarett. Meistens so Best-of, oder? Oder dein neuestes Kabarett? Meistens Best-of. Also ich sage immer, ich komme her und dann kommt es aus dem Bauch heraus, auf was ich Lust habe. Das, ich finde, das ist immer total nett, weil du dich am Anfang auch mit den Gästen total lieb unterhaltest, setzt dich dazu, dann gibt es das Essen, dann trittst du auf und danach bist du auch noch für die Gäste da. Und es sind ja nur so 30, 35 Sitzplätze und das ist eigentlich wie eine Privatveranstaltung. Und das ist immer sehr, ich finde das immer sehr spannend. Ich finde es auch wahnsinnig angenehm. Und ich finde es vor allem schön, angenehm, dass du für so wenig Gäste hierher kommst, weil du trittst ja normalerweise 800.000 Leute trittst du ja normalerweise. Viele, ja. Aber weißt du, zu den Menschen gehe ich auch bei den großen Veranstaltungen. Ich gehe immer ins Foyer, ich trinke vorher immer was mit meinen Ernährern und Gästen und Publikum. Und nachher trinke ich auch immer was mit denen. Weil, weißt du, in der Garderobe sitzen und warten, bis es losgeht, ist stinkelangweilig. Und außerdem habe ich ja immer noch Lampenfieber. Wirklich? Ja, und damit das Lampen... Hier auch? Wenn du hier auftrittst? Weißt du, dass es viel, viel schwieriger ist, vor wenigen Leuten aufzutreten als vor 600. Und vor 1000 Leuten ist es eine gmade Wiesn, wie der Wiener sagt. Aber 30 sagt, hast du ja relativ rasch durch, ne? Ja, aber 30 ist wahnsinnig schwer. Also es ist schwieriger, im kleinen Rahmen aufzutreten als im großen. Außerdem im großen habe ich die große Wahnsinnsbühne mit den Scheinwerfern. Ich rede ins Schwarze und spüre die Stimmung. Ja. Wenn ich da heroben stehe bei dir, ich sehe jedes einzelne Gesicht. Und es ist schwieriger, 30 Leute zu begeistern als 600. Ja. Wobei, wenn dann das Publikum bebt, dann bebt es auch bei 30. Das also haben wir hier immer, auch schon erlebt. Ja, sie mögen es immer. Ja. Also sie mögen es immer. Und hast du ein neues Stück? Ich habe ja ein neues, also neu ist, ich habe ja kurz vor Corona ein neues geschrieben und konnte das gar nicht so oft spielen und deswegen sage ich, eigentlich müsst ihr jetzt schon wieder ein neues schreiben, aber durch Corona kann ich das jetzt noch ein Jahr lang spielen und das heißt eben Chörig durchgeknallt, Liebe machen im 21. Jahrhundert und lustigerweise hat neulich wer angerufen und hat gesagt, gibt es noch Karten für Chörig durchgebumst? Dann habe ich gesagt, na Chörig durchgebumst spiele ich nicht, ich spiele Chörig durchgeknallt. Ja. Aber es war ja ganz klar, wenn die Baldini spielt, dann muss es irgendwas mit Sex zu tun haben. Ja. Und da erzähle ich eben auch, dass das Internet und die Pornografie und die Gender-Thematik, dass das halt unser Sexualleben sehr verändert hat. Und es ist, das neue Programm ist am wenigsten sexuell, würde ich sagen. Es ist eher gesellschaftskritisch. Ist das das, was du hier eh auch schon gespielt hast? Ich glaube, ich habe es da schon auch gespielt. Ja. Auch mein Favorit. Ich mag es auch sehr. Du magst es auch? Ja, ich mag es auch. Und es wird ja immer besser, weißt du. Je länger ich das spiele, desto griffiger und lustiger. Weißt du, ich stehe ja manchmal oben
Und während ich spiele, fällt mir so viel Blödsinn ein, dass ich das jetzt unbedingt sagen muss. Mhm. Ich habe einen ganz süßen neuen Gag zum Thema Homosexualität. Ich sage immer, fragt doch die schwulen Menschen nicht, wer von euch ist der Mann und die Frau, weil beim China-Restaurant fragt sie auch nicht bei den Stäbchen, was davon ist der Löffel und was ist die Gabel. Oder Messer und Gabel. Messer und Gabel. Und da stehe ich dann auf der Bühne, fällt mir das spontan ein und da muss ich das erzählen. Ja. Was ist denn, wie soll ich sagen, auf was reagieren die Leute am allermeisten, dein Publikum? Oh je, das muss ich leider sagen, wenn es dreckig wird. Ah, komisch. Ja, ich bin draufgekommen, also wenn man eher schmutzige Dinge sagt, dann toben die. Mhm. Aber ich wollte ja nie schmutzige Dinge sagen, weißt du, ich bin ja von der Profession her die Expertin und dann denke ich mir, ich halte schöne Vorträge, ich will schöne Abende machen, ich will wertvolle Abende machen, aber ich merke, wenn mir mal sowas rausrutscht, ja, also wenn ich nur das Wort Schwanz sage, ja, dann brüllen die, mhm. Aber eigentlich will ich das ja gar nicht, aber jetzt habe ich halt diese Mischung. Ich will auch nicht ordinär sein. Also ich will nicht ordinär werden. Ich will nicht. Nein, also ich habe das Gefühl, du sprichst eher jedem aus der Seele. Ja, weil Gott wenn sei du Dank. Da auf der Bühne stehst und du, man erkennt sich in vielen Dingen wieder. Ja, hoffentlich. Ja, muss ja so sein. Du bringst es richtig schön auf den Punkt. Es soll ja nicht abstrakt sein. Mhm. Ja. Es soll ja auch kein Fachvortrag sein, wo man dann nicht so genau weiß, über was spricht die Frau da vorne. Es muss aus dem Leben, und es ist natürlich immer aus dem Leben gegriffen. Ja. Manche sagen zu mir, waren Sie bei mir im Schlafzimmer, genau so läuft es. Ja. Ja. Denke ich mir, na ja. Klar, ich spreche aus der Praxis. Ja. Mhm. Ich habe zum Glück viele Klienten und Klientinnen, die sagen, Frau Baldini, warum haben Sie dieses Thema noch nicht auf der Bühne behandelt? Ja. Mhm. Wechseljahre zum Beispiel. Mhm. Ja. Oder Swingerclub oder SM-Studie und so. Also ich denke mir dann oft, okay, die breite Masse, wenn ich dann so 600, 800 Leute da sitzen habe oder 1000, ich kann schon über SM reden, aber es betrifft vielleicht nicht nur jeden. 15%. Mhm. Ja. Ich kann über den Wechsel reden, aber es betrifft jetzt gerade im Augenblick vielleicht auch nur 20%, die da sind. Ja. Ich kann über was ich schon immer reden kann, ist über Hopperlas im Bett, ja. Über Ängste der Frauen, über Wünsche der Männer, weil das betrifft uns alle. Ja. Ja. Mhm. Und insofern könnte ich, also ich habe mir gedacht, über SM zu reden, ja klar. Kann man machen, ja. Mhm. Aber viele sind vielleicht auch geschockt darüber. Ja. Ja. Mhm. Oder wollen viele Dinge gar nicht hören. Ja. Also es ist ja sehr spannend, wenn ich diese Programme schreibe, dass ich ja dann oft 80 Themen auf der Tafel habe und mein Mann sitzt dann da und sagt, das will ich nicht hören, Barbara, sag das bitte nicht auf der Bühne. Ja. Mhm. Wenn eine Regisseurin sagt, doch, über das. Zum Beispiel gab es dieses große Thema Sex-Dolls, ja. Ja. Und ich sage dir, diese Real Dolls, also Sex mit Puppen, diese realen Puppen, die gehen mittlerweile wie deppert. Ja? Also ganz viele Menschen kaufen sich mittlerweile Real Dolls. Weißt du, es gibt in Wien einen Sex-Puppen-Puff, das ist mehr frequentiert als die, also das ist bei einem ganz normalen Puff angeschlossen, da gibt es einen Raum mit Real Dolls. Die sind mehr ausgebucht als die. Wie kann man sich das vorstellen? Die schauen aus wie echt. Nein, aber ich meine, man bucht eine Puppe. Ja, natürlich, man bucht eine Puppe, mit der kann man alles machen, was man sich... Spricht ja. Ist vielleicht der Vorteil, wenn sie nicht spricht. Nein, sie spricht nicht. Ah. Ich habe sehr viele Menschen, die haben Puppen zu Hause. Wenn die mal eine Puppe haben, wollen die auch eine zweite Puppe. Die haben eine tatsächliche emotionale Liebesbeziehung mit dieser Puppe. Ich habe eine Mutter und eine Tochter, die haben sich einen Paul gekauft und an den geraden Tagen gehört der Paul der Mama und an den ungeraden Tagen der Tochter. Und die müssen nach der Arbeit gleich nach Hause gehen, weil sonst ist Paul zu lange alleine. Und sie kaufen dem Paul Geschenke und viele Menschen verwechseln dann plötzlich, dass diese Puppe nicht echt ist. Mhm. Und was ich ganz dramatisch finde, ich habe Klienten, die Puppen werden immer jünger. Also die schauen dann aus wie Kinder. Wow. Ja, und das ist ein großes Thema. Das wollte ich auf die Bühne bringen. Und sogar meine Regisseurin hat gesagt, ja, wir kaufen uns eine Puppe. Was kostet die 5.000? Wir setzen sie in die erste Reihe. Mhm. Und mein Mann war zutiefst entsetzt. Mhm. Und er hat gesagt,
Das Thema besprechen wir garantiert nicht auf der Bühne. Dann brauchen wir uns ja theoretisch, für die, wenn das so weitergeht, für die Überbevölkerung keine Sorgen machen. Ne? Das wird so weitergehen. Und ich kann dir heute prophezeien, in 10 Jahren hat jeder zweite Haushalt in Europa eine Puppe sitzen. Wo Weil, wird die hergestellt? Ich glaube, in China werden die hergestellt. Kann das es sein, gibt oder? In Amerika Wien auch einen Hersteller, stell dir vor, und der kommt nicht einmal mehr nach mit den Bestellungen. Ja. Und die sind wie echt. Ich habe mir so eine Puppe angeschaut. Die zicken halt nicht, ne? Die reden nicht, die nehmen die mit in die Badewanne, die waschen die, die ziehen die an. Und wenn du die Puppe angreifst, es ist wie echt. Okay. Die Haare sind echt. Und die kriegen Namen und die sind ganz aufgeregt, weil morgen kriege ich endlich die Lieferung, da kommt die neue. Also es ist so dramatisch, sage ich dir. 5.000 Euro kostet es ungefähr? Naja, die kann zwischen 1.000 und 20.000 kosten. Ja, das gibt es ja alle Varianten. Was ich erschreckend finde, ist, dass die Puppen immer jünger werden. Ja. Das ist ein Riesenthema, über das wir nicht, also ich auch nicht auf der Bühne sprechen kann. Weil wie bringe ich das Thema rüber, ohne dass es nicht einen wahnsinnig betroffen macht. Mhm. Mich macht es betroffen. Ich finde es nicht einmal lustig. Ja? Mhm. Ich will auch nicht mich lustig machen drüber, dass Menschen diese Bedürfnisse haben oder Angst haben, einen realen Menschen kennenzulernen und dann enttäuscht werden, weil der nicht so ist, wie man sich das vorstellt. Also habe ich doch die Beziehung mit dieser Puppe. Ja? In Japan sowieso schon lange en vogue. Ja? Mhm. Unglaublich. Mhm. Unglaublich, ja. Also das ist das zum Thema auf der Bühne, wie bringt man Programme rüber, ohne dass es ordinär wird oder lächerlich oder einen wahnsinnig betroffen macht, ist schon sehr spannend, ja. Kommen zu dir auch Klienten in die Praxis, die Probleme haben mit toxischer Beziehung? Ja, natürlich. Sonst würden sie ja nicht kommen. Also ich habe ausschließlich Menschen in toxischen Beziehungen. Toxisch bedeutet dann, also man kann nicht miteinander, man kann aber auch nicht ohne einander. Viele Menschen, und ich glaube das ja grundsätzlich, dass viele Menschen mit wahnsinnigen Ideen und Vorstellungen in Beziehungen reingehen. Und Bildern und Illusionen. Wir haben Filme, wir haben Netflix, wir haben, also die ganze Welt ist ja nur eine Scheinwelt letztendlich. Wir sind alle so wahnsinnig schön, wir sind alle so wahnsinnig intelligent, wir sind alle studiert. Wir haben so Bilder und dann geht man in eine Beziehung und dann merkt man, es ist alles ganz anders. Ja. Wir haben auch sehr viele Traumata, wir sind alle verlassen worden, entweder von Vätern, Müttern. Ja, gibt's ja auch mittlerweile viele Mütter. Und wir haben Verletzungen, die haben wir nicht aufgearbeitet, wir sind es nicht gewohnt. Also gehen wir in die Partnerschaft in der Hoffnung, das Gegenüber heilt unsere Wunden, leckt unsere Wunden. Und dann ist es natürlich sehr schwierig, wenn man dann draufkommt, der Partner ist nicht so perfekt, die Partnerin, wie ich mir das gewünscht habe. Wir haben auch nicht gelernt, mit Krisen umzugehen, Konflikte zu lösen, Dinge auszusprechen, richtig auszusprechen. Mhm. Ja, und dann kracht es halt vorn und hinten und dann will man zwar nicht alleine sein, ja, will den anderen wieder zurückhaben. Ja. Ich habe ja so viele Paare, die sich zum 100. Mal getrennt haben, zum 8., 9. Oder sie dann nochmal geheiratet vielleicht. Ja, und wieder geheiratet. Und also, aber die Dynamik ist ja auch recht spannend. Ja, manche Leute brauchen ja diese Dynamik, ja, weil man hat ja früher immer gesagt, der beste Sex ist nach dem Streit, oder? Mhm. Also provozieren ja viele Paare Streits, weil nachher ist es endlich wieder leidenschaftlich wild und dynamisch. Ja? Also wenn es dann so dahin plätschert in Harmonie und Langeweile, dann muss man halt wieder einen Streit provozieren. Aber viele, also ich glaube, fast alle Beziehungen, die ich in der Praxis habe, sind toxisch. Ja? Wir können nicht miteinander, wir können aber auch nicht ohne einander. Da gibt es diesen schönen Satz, so wie finde ich meinen idealen Partner, sei einmal du selbst der ideale Partner und dann findest du vielleicht den idealen Partner. Ja, da gibt es dieses Buch, man kann nur die Partnerschaft, ich weiß jetzt auch den Titel leider nicht, darum können wir jetzt nicht drüber reden. Liebe dich selbst, dann ist es egal, wen du heiratest. Mhm. So heißt das Buch, genau. Mhm. Liebe dich selbst, dann ist es egal, wen du heiratest. Ja, wenn, aber man die, nicht der Ide- wenn man selber nicht der ideale Partner ist, wie soll man dann den idealen Partner finden? Weil
Aber weißt du, wir sind ja durch diese narzisstische Gesellschaft. Also es dreht sich alles nur um einen selber. Deswegen machen wir ja ständig Selfies. Deswegen müssen wir uns ja die ganze Zeit optimieren. Deswegen müssen wir ununterbrochen schauen, ob wir ja perfekt sind. Der Perfektionismus ist ja auch ein ganz großes Problem. Ja? Und wenn wir uns ständig mit uns selber beschäftigen, unsere Perfektion, dann haben wir ja nicht einmal den Fokus auf das Gegenüber. Und das Problem ist, wir sind ja permanent unzufrieden mit uns, weil wann ist man je perfekt. Ja. Und dieses ständige sich perfektionieren müssen, ständig mit sich selber beschäftigen, lenkt ja total ab vom Gegenüber. Ja. Ja. Und das macht die Partnerschaften, an denen Kranken sind, natürlich auch extrem. Ja. Das Gespräch heute war sehr spannend. Ja, danke vielmals, liebe Petra. Ich freue mich schon, wenn du das nächste Mal wieder hier auftrittst. Ich auch. Vielen, vielen Dank, dass du gekommen bist. Danke dir für die Einladung. Ja, es gibt sicher spannende Themen. Also du hast da wirklich ein Thema, was, da wird da nie Stoff ausgehen. Nein, es wird auch nie fad. Ja. Und es ändert sich auch ständig. Ja. Also es ist ständig was los in der Praxis. Ja. Vielen, vielen Dank, liebe Barbara. Danke, liebe Petra.